Wunderschön. Sonnenschminke drauf. Sehr schön. Und wir sind live. Gucken, wer Yay. hier reinkommt. Ja, genau, wir sind alle live. Wir sind auch auf dem Handy live. Funktioniert. Ja, ich sehe es gerade. Sehr cool. Sehr cool. Sind wir am Start. Super. Ja. Ja, auf LinkedIn ist es auch da. Facebook ist auch da. Okay. Cool, dann legen wir los heute, oder? Ja. Gut, dann darf ich jetzt alle, die da sind, offiziell zum allerersten Live-Podcast-Stammtisch begrüßen. Das ist also jetzt das erste Mal, dass wir uns hier treffen. Wir haben alle irgendwie mit Podcasts zu tun, und haben uns zusammengefunden, weil wir gern unser Wissen teilen wollen, unsere Erfahrungen teilen wollen, und einfach einen coolen Austausch vor allem starten wollen zum Thema Podcast starten, Podcast machen und so weiter und so fort. Und heute haben wir uns auch ein Thema rausgesucht, wobei wir Free Flow Conversation machen. Und wir wollen gerne heute darüber sprechen, Thema Sichtbarkeit mit dem eigenen Podcast. Der ein oder andere, der jetzt zuschaut, hat sicher auch schon gesehen, dass wir ja einiges an Werbung gemacht haben für heute. Also ihr dürft gern eure Fragen in die Kommentare hauen. Das sehen wir dann und darauf gehen wir natürlich ein. Und vielleicht, falls ihr uns noch nicht kennt oder so, kann da jeder vielleicht mal kurz einen Satz zu sich sagen. Und ich lege jetzt einfach mal los. Also ich bin Hanna Steingräber von podcastliebe.net und habe eine Podcast-Service-Agentur. Also wir bieten Postproduktion an, Podcast-Strategie und Marketing mit dem Fokus auf SozialunternehmerInnen oder eben UnternehmerInnen, die ein Business mit Sinn und Zweck haben. Genau. So viel vielleicht erstmal zu mir. Ich habe auch einen Podcast. Podcast Marketing wirkt, heißt der. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und dann übergebe ich mal an die Franziska. Ladies first, gell? Genau, Genau. also genau, mein Name ist Franziska Kröger. Ich mache Podcasts und kümmere mich auch um Sichtbarkeit. So, und jetzt bin ich total überfordert und mega aufgeregt und weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen will. Also es ist nicht, dass das das erste Mal mein Live ist, aber jetzt bin ich total überfordert damit. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich Podcasts mache und Social Media. Und ich übergebe direkt das Wort mal an den Dominik. Ja, ich bin Dominik Bagatzky und bin selber auch Podcaster, habe zwei Podcasts, einen zum Thema Camping und einen über das Thema Podcast machen. Und ich habe mich so ein bisschen in die technische Richtung spezialisiert, um Podcast smart zu gestalten, also mit viel Automatisierung hinten dran, damit das Ganze einfach sehr, sehr einfach und leicht fällt und man sich nicht in te technischen Details verliebt, weil da gibt es halt gewisse Strategien mit viel Automatisierungen hinten dran und Möglichkeiten, dass es auch für nicht technisch versierte Menschen recht einfach ist, einen Podcast auf einem professionellen Niveau auf, ja, an den Start zu bringen. So, jetzt nehmen wir mal den Andreas. Ja, danke dir. Ich bin Andreas, klar. Habe vor 5 Jahren den Podcast-Service gegründet. Da gab es noch keinen Dienstleister auf dem deutschen Markt. Und das war damals ein, ja, spannendes Unterfangen. Und wir haben uns jetzt spezialisiert auf Unternehmen und Unternehmer, die halt Podcasts starten wollen und Kunden generieren, über Podcasts Reputation aufbauen, machen viel Beratung und die komplette Technik natürlich dabei. Ja, Punkt. Das war's. Dann gebe ich weiter an den André. Ja, André Christen, auch unterwegs als André anderswo mit meinem Reisekanal. Dort gibt es auch einen eigenen Podcast von mir. Aber ich bin im Bereich Podcast eben auch tätig, wie die anderen letztendlich auch beratend und von A bis Z im Prinzip mit Postproduktion auch und so weiter. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen spezialisiert in die Richtung Moderation von Podcasts für Unternehmen oder auch Einzelunternehmerinnen, die selbst halt nicht in das Mikro wollen, aus den verschiedensten Gründen. Und da habe ich für eine Firma mal über 2 Jahre, so bin ich letztendlich auch zum Podcasten gekommen, einen Podcast moderiert zum Thema Remote Arbeit und New Work. Und es muss natürlich irgendwie passen, aber ich bin dafür vieles offen und ja, mein Herz schlägt einfach für die Moderation von Podcasts und insbesondere auch Interviewführung und so weiter. Da habe ich die letzten Jahre einfach viel Erfahrung sammeln dürfen. Das ist sehr schön. Und ja, genau, das mache ich beruflich und reise seit gut 3 Jahren im Wohnmobil und arbeite auch von dort. Das ist vielleicht noch das Besondere bei mir. Genau. Schön.
Cool, ja, also nicht irritieren lassen. Ich schaue immer mal runter und überwache hier, wenn Fragen reinkommen. Seela ist am Start. Ja, schöne Grüße nach Berlin. Auf LinkedIn, vielleicht kann einer von euch noch auf Facebook schauen. Wir sind gleichzeitig auch auf Facebook Live. Und wenn da Fragen reinkommen, dass wir das natürlich auch mit beachten. Genau. Ja, unser Thema ist ja hier Podcast und Sichtbarkeit. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ich meine, irgendwie wissen wir das alle, wo fängt man da am besten an? Wahrscheinlich so, das ist ja die typische Frage, wie wird der Podcast sichtbar oder wie wird mein Podcast sichtbar? Was macht man als erstes? Weil einfach nur das Schild jetzt einmal hochzuhalten und zu sagen, hallo, hier ist mein Podcast, hört den jetzt, reicht ja nicht einmal, sondern da gehört ja auch tatsächlich auch ein bisschen mehr dazu. Zur Sichtbarkeit gehört natürlich auch die Qualität unter anderem auch mit. Es sind ja mehrere Aspekte, die da mit reinzählen. Ne? Ja, ein Punkt ist die Farbe, würde ich sagen, oder? Sichtbarkeit, also ich mach das jetzt ja gerade richtig gut vor, mit Farben auffallen. Ein bisschen viel Rot im Gesicht, aber letztendlich, du hast ja nicht viel Farbe im Podcast. Und ein Punkt ist ja für die Sichtbarkeit, ist ja das Cover. Und da ist halt natürlich die Farbe, um den Haken zu schlagen, sind wir jetzt mit der Farbe beim Cover gelandet. Also ja Ja. ein Sichtbarkeitsfaktor, wo du auf visuelle Art und Weise deinen Podcast sichtbar machen kannst. Und da finde ich es einfach enorm wichtig, dass man beim Cover sich Mühe gibt und das auch tendenziell eher nicht in Canva selber zusammenklatscht. Weil es ist Teil der Produktverpackung. Und somit sollte das auch was Gescheites hermachen und nicht einfach nur irgendwie so zusammengeschoben sein. Ja. Ja, Ja, und nicht, dass gerade jetzt das alle einen roten Cover. Podcast machen, ne? Wie bitte? Nicht, dass jetzt alle ein rotes Podcast-Cover machen, Ja. weil da gehört ein Rot bisschen ist schon mehr zu. Also, vergeben. ne, das Bild sollte halt auffällig sein, ne? Dass man da selbst zu sehen ist zum einen, damit die Leute beim Scrollen dann auch sehen, so, oh, was war das jetzt? Da scroll ich mal zurück. Und die Sichtbarkeit, die Auffälligkeit halt durch irgendwelche Elemente. So eine Kundin hat sich quer über den Sessel gelegt, ein anderer jongliert mit Obst und Hanteln und sowas alles. Also, dass man da wirklich beim Scrollen nicht einfach nur das Gesicht auf der einen Seite, den Text auf der anderen Seite hat, das haben alle. Ja, und da kannst du noch so rot sein, das scrollen trotzdem alle weiter. Gerade das mit dem Gesicht, und ich weiß, dass das Dominik auch ein Anliegen immer ist, da haben wir uns schon viel drüber ausgetauscht. Mit dem Gesicht, das ist immer so eine Sache. Wer kennt mich denn? Und ist es wichtig, dass mein Gesicht zu sehen ist auf dem Podcast-Cover, oder ist es eigentlich wichtig, dass die Message meines Podcasts rüberkommt? Und das finde ich total spannend, das kontrovers zu diskutieren, Ja. weil mein Herz schlägt da so mittendrin irgendwie. Ich kann mich da auch nicht ganz von lösen, aber ich finde, bei manchen Podcasts, die wenig mit Persönlichkeit, sage ich mal, zu tun haben, das ist schwer irgendwie innerhalb von 2 Minuten zu erklären, aber da ist es hilfreicher, die Message des Podcasts oder des Business in das Cover zu packen, ohne das Konterfei von demjenigen, der da reinspricht, weil das vielleicht gar nicht so wichtig ist, wer das ist. Da mag es sein. Wir sprechen ja hauptsächlich über Unternehmer und unternehmerische Tätigkeit dabei. Und da ist es schon so, dass die Hörer doch schon schauen, wer ist denn das? Und allein der Anblick von demjenigen, der macht schon was aus, der macht Sympathiepunkte oder Antipathiepunkte. Und was die Leute auch wissen wollen, ist, wer spricht da? Was ist das für ein Typ? Nachdem sie wissen, was habe ich davon, wollen sie halt auch wissen, was macht der, wie heißt der, wo wohnt der und so weiter. Und wollen halt auch sehen, wie sehen die Leute aus, die da zu mir sprechen. Weil dann wird es nämlich nachher, wird es persönlich. Und deshalb sollte meines Erachtens immer das Bild mit drauf sein, sodass wirklich jeder sehen kann, mit dem spreche ich jetzt gerade. Wenn wir jetzt alle ohne Bild wären, wenn ich jetzt mein Bild ausmache, wäre ziemlich langweilig. Ja. Ja, es ist ja interessant, vielleicht auch mal, wenn die Leute mal kommentieren wollen, die gerade da sind und mal sagen, wie sie das eigentlich auch sehen, würde mich auch mal interessieren. Ich habe aus der Erfahrung schon gemerkt, ich habe jetzt diesen Dutt, ja, den habe ich auch auf dem Cover und sonst auch. Und wenn ich irgendwo erscheine und habe die Haare mal schön offen wie Franziska, ich habe auch ungefähr so lange Haare, ein bisschen dunkler, dann sagen die Leute, ich bin schon zweimal drauf angesprochen, Hanna, deine Haare stimmen nicht.
Genau. Ja, also man muss echt aufpassen, man braucht, muss in dieser Corporate Identity bleiben. Ja. Also von den Farben, von den Schriften her, von der Frisur her. Na, also ich sehe halt schon anders aus mit den Haaren, wer mich mal gesehen hat. Andreas weiß da Bescheid. Aber das ist mal so eine Sache aus der Praxis, die ich berichten kann. Was nicht jetzt einfach nur so Standardgelaber oder so ist, sondern ja, deswegen heute auch der Dutz. Bei mir war es krass umgekehrt und ich bin da auch so ein bisschen der Verfechter der Gegenseite mit dem eigenen Gesicht auf dem Cover. Bei meinem ersten Podcast hat mir mein Bruder, der ist Illustrator, der hat mir ein Cover gemacht, es geht ums Thema Camping, der hat mir einfach einen Camper draufgeknallt. Einen illustrierten Camper. Dieses Cover konnte ich für alles nehmen, für Visitenkarten drucken, Flyer, T-Shirts, Aufkleber, Sticker, allen Kram. Und damit bin ich auf Messen rumgelaufen. Die Leute haben mich erkannt über das Cover, ohne dass mein Gesicht drauf ist. Und es hat so ein Branding reingehauen, ohne dass ich da drauf bin. Weil wenn ich mich jetzt auf ein Podcast-Cover gesetzt hätte, hey, der Dominik redet über das Thema Campen. Das habe ich ja nicht du alleine. Da müssen mehr Elemente drin sein. Ja, da muss ein Camper mit drauf sein. Ja, aber dann guck mal, wie wenig du Platz hast auf dem Cover. Jetzt hast du so ein kleines iPhone, also musst du es runter minimalisieren. Und womit transportierst du die Message mehr? Mit dem Camper oder wenn ich auf dem Bild bin? Also ich glaube, das ist eine Sache, die kann man pauschal nicht sagen. Es kommt sehr aufs Thema drauf an. Und ich kenne auch sehr, sehr viele erfolgreiche Podcaster, die noch nie ein Bild auf dem Cover hatten. Und die kennt jede Sau kennt die. Ja, natürlich, das steht außer Frage. Für manche Leute oder für manche verschiedensten Podcasts, wie zum Beispiel auch der Podcast von Camperstyle, da ist ja auch auf dem Cover ein Camper abgebildet. Mhm. Und da sind auch die Nele und der Sebastian nicht drauf zu erkennen. Mhm. Da ist es natürlich, das ist denen ihr Markenzeichen, die Leute wissen das, wie das jetzt bei dir war, Dominik. Generell, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, er möchte gerne ein Podcast-Cover haben, dann empfehle ich natürlich schon, dass man das persönlich auch drauf macht, dass man persönlich sich zeigt. Aber wenn das jetzt jemand nicht möchte oder sagt, er möchte anders sichtbar werden, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also ich denke, das kommt immer auf das persönliche Empfinden auch an. Meine Tendenz geht tatsächlich eher in Richtung die von Andreas, in dieses Mitbild. Generell bin ich da auch natürlich für offen. Die Sela hat was Interessantes geschrieben. Mir ist es manchmal zu viel Persönliches. Das würde mich interessieren, Sela, was genau du damit meinst. Mir ist es manchmal zu viel Persönliches. Da kannst du gerne zusammen. Das ist ganz cool. Genau. Da kannst du gerne noch mal was dazu schreiben. Ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, was euch an Podcast-Covern gefällt. Ob ihr lieber Menschen drauf habt oder ob ihr da auch sehr drauf achtet. Weil ich persönlich finde, dass es halt eine sehr, sehr große Visitenkarte nach außen ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas suche wie vegane Ernährung und mir gefällt das Cover halt nicht, klicke ich halt den Podcast nicht an. Also bin ich ehrlich. Also das mache ich so. Ja, das heißt, also was der Andreas gesagt hat, hast du ja genauso beim Gesicht. Der erste Eindruck der Person, wenn der mir nicht sympathisch ist, es kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Du hast einen falschen ersten Eindruck von der Person, nur weil die Nase zu lang ist oder irgendwas. Dabei ist der Kracher schlechthin. Ja, genau. Kann vereinzelt passieren, ja. Ist dann auch schwierig. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen machen ja mittlerweile große Fernsehproduktionen diese, wie heißt das, wo sie nur die Stimme hören und nicht das Gesicht sehen und dann danach die Talente aussuchen. Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Ich weiß, wie heißt The Voice of Germany? Ja, ich habe jetzt gerade nicht den Titel der Sendung, sondern wie dieses Modell quasi heißt, die erste Runde quasi, wo sie die nicht sehen. Ich komme nicht drauf. Blind Audition jetzt. Ja, Blind Audition. Mhm. Entschuldigung. Das finde ich nämlich sehr spannend, so die Leute wirklich nur darüber abzuholen. Ja, wenn es um die Stimme gerade geht beim Singen oder so, macht das ja auch voll Sinn irgendwie, ne? Was Sela schreibt, macht auch Sinn. Ja. Wenn am Anfang so viel Blabla ist, so minutenlang rumgelabert wird, damit versaut man sich auch Reichweite. Ja. Und dann wird man auch nicht weiterempfohlen. Mhm. Das stimmt. Sehe ich auch so.
Das ist vollkommen richtig. Ich denke auch, dass die Zeit, also das ist meine persönliche Meinung, ich denke auch, dass die Zeit von Laber-Podcasts einfach auch vorbei ist. Also ist vorbei, die Zeit, die Zeit, wo du einfach drauf lospalaberst, das kannst du machen, wenn du jemand Berühmtes bist, vielleicht so ein Joko und Klaas, wo du bekannt bist aus Film und Fernsehen. Ja, ne, da ja. haben die Leute Bock, die hören halt gern bei sowas zu, wenn die sich halt unterhalten, weil die auch einen gewissen Humorfaktor einfach haben. Ne, und auch ein Bekanntheitsgrad. Aber so als Otto-Normalverbraucher und du willst halt einen Laber-Podcast machen und du redest auch allgemein zu viel, was vielleicht nicht gerade, ich will nicht sagen fördernd ist, aber das klingt jetzt schon wieder so mega urteilend, aber dieses Gekicher und was die Sela beschrieben hat, das ist also für mich nicht passend. Also da bin ich, ja. versuche ich immer. Also was da wichtig ist, auch so für alle, die einen Podcast haben, gleich klarzustellen oder gleich dem Hörer also die wichtigste Frage zu beantworten. Weil die Hörer haben am Anfang nur eine einzige Frage und das ist, was habe ich davon? Ja. Und das wollen die am Anfang in den ersten 2 Minuten sofort beantwortet haben, dann bleiben sie auch, wenn es sie interessiert. Mhm. Und wenn man da lange rumlabert, hauen sie wieder ab. Kann ich auch verstehen, logischerweise. Ja. Ich finde auch Zeit ist wertvoll. Ich meine, das ist für uns alle wertvoll. Ne? Das ist, und ich finde, wenn man einen Podcast macht, wo am Ende nichts bei rumkommt, du hast der Person dann 20 Minuten halt geklaut von ihrer Zeit. Ich denke da, das klingt jetzt voll hart, aber ich denke da wirklich so drüber. Ich sage das auch zu meinen Kunden. Ich sage, die Leute schenken euch ihre Zeit. Die Zeit ist wertvoll. Ne? Und statt dann sagen wir jetzt mal, rumzupalabern oder was auch immer, würde ich die Energie lieber in ein vernünftiges Konzept von der Episode stecken. Und in guten Content. Ja, ganz genau. Guten Content natürlich. Das steht außer Frage. Genau. Ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, Leute abzuholen und mit ihnen quasi ins Gespräch zu gehen. Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr wissen zu meinem Thema, das ich veröffentliche? Ne? Also das sage ich meinen Kunden auch immer. Fragt eure Community, was die wollen, was sie brauchen, was für die der Mehrwert ist. Ihr könnt da stundenlang im stillen Kämmerlein sitzen. Ja. Und kommt aber nicht auf diese Lösung, wie wenn ihr direkt mit den Leuten ins Gespräch geht und sie auffordert, irgendwie zu kommentieren oder Rückmeldung zu geben, was denn Inhalte sein könnten. So, und dann kann man das dementsprechend professionell verpacken und dementsprechend dann halt die Folgen planen, ne? So die Episoden planen, genau. Ja, das ist ja auch das ganze Wissen aus Kundengesprächen. Alle Fragen, die Kunden einem stellen, sind bestes Futter für Podcast-Folgen. Ja. Weil das ist ja der Need von denen. Mit den Fragen kommen sie ja zu einem. Und das kann man ja schön in Podcast-Folgen reinpacken, on point. Und dann ist das sicherlich auch sehr zuträglich für die Sichtbarkeit einfach, wenn man da eben nicht um den heißen Brei rumredet. Und was ich auch finde, dieses um den heißen Brei rumreden, dass man viele Podcasts, die machen das einfach, die füttern so ein bisschen an, erzählen viel, aber sagen dann am Ende nichts. Genau. Also, kauf dann mein Coaching-Programm oder sonst was oder weiß der Kuckuck irgendwas. Ja, das kann ich vergessen. Ja. Wo ich mir dann denke, so, ja, bist weg, hast mir meine Zeit geklaut. Ja. Also nochmal zu den Fragen der Hörer, wo wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben und was beim einen oder anderen Podcast auch der richtige Knaller war, das ist das per Sprachnachricht zu machen. Also auf der Website ein Tool einbinden, da könnt ihr per Sprachnachricht eure Frage hinterlassen. Diese Frage am Anfang im Intro einmal einspielen, die Frage wird gleich beantwortet, dann Intro, Musik, bla bla, dann geht's in die Folge rein. Und dann jetzt beantworten wir nochmal die Frage von Maria oder wie auch immer sie heißt. Dann kommt die Frage nochmal und dann kommt die Antwort auf die Frage, richtig als klarer, guter Content. Damit bindet man auch die Hörer an die Show, an diesen IKEA-Effekt. Weil die halt daran beteiligt sind. Und das hat einen unheimlichen Effekt. Und das kannst du ja ganz einfach über Speakpipe. Also kann sich jeder aufschreiben. Genau. Speakpipe kannst du gratis nutzen. Ich glaube, 30 Sekunden oder was das sind. Oder eine Minute, ich weiß gar nicht genau. Das ist gut. Die haben Freeplan und dann schickt man da einfach nimmt man mit dem Handy auf, wegschicken und dann kommt das beim Host an. Und dann ist die Sache schon erledigt. Ja. Auch nochmal, die Heike hat nochmal eine Frage gestellt zu dem Thema Laber-Podcast sozusagen. Sie hat bei sich selbst kein Intro, das hat sie sich gespart. Sie überlegt aber, um den Wiedererkennungswert zu bekommen, eins reinzumachen. Also
Mach nur Musik rein. Ja. Na gut, also Intro ist ja immer die Frage. Ich glaube, unter Intro verstehen alle schon gleich diese Einleitung in Podcasts, wo man sagt, ne, Nutzerversprechen hatten wir vorhin. Dann ja. Heute erfährst du das und das und das und das. Aber eigentlich erkenne ich Intro so als, wenn man am Anfang Musik hat und halt sagt, hallo, das ist der Podcast sowieso mit dem Host und der Slogan, ne, mach deine Message. Das, was immer dasselbe ist, so. Genau. Genau, also das kannst du halt voll Heike reduziert machen. Also ich finde, der Wiedererkennungswert ist, oder Effekt, Wiedererkennungswert und der Effekt, der ist sehr wichtig. Und das, du kannst einfach sagen, okay, ich möchte das in 10 Sekunden, 15 Sekunden haben. Das ist durchaus machbar, wenn du sagst, du möchtest da kurz bleiben und es gleichzeitig auch mit drin haben. Ja. Das wäre so oder meine Antwort. Und dann Musik. Hilft. Ja. Also mir persönlich geht es selbst so beim Hören von Podcasts. Für mich ist das so irgendwie so ein Ankommen. So man macht sich den an und ja, jetzt habe ich den an und dann kommt die Musik und der Text wie immer oder manchmal auch unterschiedlich. Das ist ja ganz unterschiedlich je nach Podcast, aber viele machen ja doch immer so das Gleiche am Anfang und ich fühle mich dann irgendwie so, ja, dann sitze ich in meinem Sessel gedanklich quasi und höre dem zu. Also mich holt das wirklich ab und ich mag das sehr gerne. Ich glaube, da gibt es auch wieder kein wirkliches richtig oder falsch. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, authentisch zu dir passen und du musst dich damit wohlfühlen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, ich kenne auch Podcasts, die fangen sofort an, da kommt nichts, ja. Also die fangen einfach an und das ist auch gut. Also mir persönlich geht es tatsächlich so mit so ein bisschen, ja, mit so ein bisschen abholen, das ist für mich, ja. Ich komme dann erstmal an im Podcast quasi. Und da reichen 10 Sekunden. Das müssen nicht, das finde ich zum Beispiel auch, wenn die halbe Episode schon im Intro erzählt wird, was eigentlich, also ja, da bin ich dann auch weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, mach, Franziska. Ich denke auch immer, an sich ist es auch ein persönliches Empfinden. Also ich kenne auch einen Podcast von der Jana Widowill, die ist ja auch hier auch auf LinkedIn, den kennen bestimmt auch einige. Die macht so Business-Pilgern und die macht auch überhaupt kein Shishi. Also die läuft einen Jakobsweg und während sie auf dem Jakobsweg läuft, spricht sie hier ein über Marketing und bla 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 in ihr Handy und schickt das dann an ihren Sohn, der macht das dann. Das ist auch super, das ist halt ihr Wiedererkennungswert. Ich denke, es kommt immer drauf an. Ich bin auch kein Freund von langen Intros, wobei man ja Intro auch immer definieren muss, also weil viele ja auch was anders definieren mit Intro, aber ich rede auch schon davon, von diesem Festen und bin auch ein Freund von wirklich der kurzen Sachen. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, so ein Jingle ist es ja eigentlich, diese Wiedererkennungsmelodie, wie man es jetzt von der Telekom kennt, diesen Dreiklang da oder sonst sowas. Ich glaube, das ist schon so ein Branding-Faktor, den man mit reinnehmen sollte. Ja. Weil es auch so ein bisschen, wie der André sagt, ist du, gerade wenn man jetzt verschiedene Podcast-Themen hört und du hörst dann diese Melodie von irgendeinem Podcast, dann weißt du genau, okay, das ist so ein Business-Podcast, das andere ist vielleicht Ernährungs-Podcast, den ich gerne höre. Man hat so eine Zuordnung und ist automatisch so ein bisschen im Thema drinne, weil man weiß, um was es im Groben geht von der Richtung her. Aber ich sag auch, also so ein Intro insgesamt 15, 20 Sekunden, also maximal 30. Also 30 ist schon lang. Also finde ich schon, also dann muss es schon verdammt gut sein, dass du denkst, so, wow. Aber so 15, 20 finde ich ist noch okay. Also ich habe letztens auch eingehört, da ging das Intro eine Minute. Da bin ich weg. Eine Minute. Aber auf der anderen Seite skippen die Leute, glaube ich, sonst auch. Man kann ja je nach Einstellung 15, 30 Sekunden skippen. Also ich bin dann jemand, wenn ich ja sage, wieder Intro, ich will gleich zum Fleisch, so, dann skippe ich halt vor. Also ich weiß nicht, wie da die Menschen sind faul. Erfahrung ist, aber ich glaube eher, dass sie gehen, statt zu skippen. Also, bevor ich viermal skippe, bin ich weg. Ja. Also ich kenne auch viele, die skippen. Dann muss halt der Content gut genug sein. Wenn vorige Episoden überzeugt haben, dann skippt man auch eins, zwei Mal oder so. Aber wir können ja mit Selas Frage hier weitermachen, oder? Die hast du schon eingeblendet. Ja. Genau. Konzept der Episode interessiert sie. Ich habe da wohl schon mal was zu gesagt, stimmt. Und die Erfahrung der anderen interessiert sie. Ja, also ich denke, das macht auch jeder anders, also das Konzept zur Episode. Manche Leute, die schreiben sich halt ein Thema auf und babbeln drauf los und haben halt überhaupt kein Konzept, weil sie es halt können. Also einfach so können. Und ich kenne auch jemanden, die schreibt sich A4 Seiten voll und
Und das hört sich auch nicht abgelesen an. Ich denke, das kommt, kommt auch ein bisschen auf den Typ drauf an. Das sollte man auch ausprobieren. Also ich von meinem Podcast kann ich sagen, dass ich, gerade weil ich ja auch das eher mit Interviews mache, ich habe 3 feste Fragen, fest in Anführungsstrichen, aber so, die ins Gespräch sozusagen einleiten. Also was ist Weiblichkeit für dich? Und dann geht es dann schon los. Und dann entwickelt sich das Gespräch. Dazu brauche ich persönlich kein Konzept. Was ist jetzt mit Konzept genau gemeint? Ist damit das Skript gemeint oder ist damit der Aufbau der Folge gemeint? Mit Intro, Folge, Outro? Weil so würde ich Konzept verstehen und nicht als Skript. Das wäre nochmal interessant zu wissen, ob wir in den richtigen Teil gehen. Ich habe es jetzt tatsächlich auch eher in die Skriptschiene gepackt und hatte dann so gleich im Blick, so man kann das ja, habe ich für einzelne Folgen auch schon gemacht, über ein Mindmap abbilden, damit ich weiß, was ich so nacheinander erzähle oder frage, also als roter Faden quasi für mich. Aber die allermeisten Sachen spreche ich tatsächlich auch so rein. Aber das, und wenn ich Gäste habe, bereite ich mich natürlich auf den Gast vor. Das heißt, ich habe intensiv mich in diesen Gast eingearbeitet quasi. Das passiert ja vorher. Und dann stelle ich mir selbst so 2, 3 Leitfragen, wo ich hin will, was ich mit dem Gast meistens auch thematisch abgesprochen habe. Und dann wird das aber auch, halte ich die Gespräche offen, um da einfach auch, also manchmal stelle ich nur eine von diesen 3 Fragen, sage ich mal, die ich vielleicht stellen wollte, weil wir da so tief reingegangen sind. Und also Sela sagt, Sela sagt gerade Skript, von daher haben wir das schon ganz gut gesprochen. Der Aufbau der Folge halt also. Ja. Ich selber mache das ja so, da können wir dann sicherlich auch, das ist sicher auch so ein Sichtbarkeitsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Ich schreibe zu jeder Podcast-Folge einen Blogpost. Und das ist ja schriftlicher Content. Und das zahlt natürlich auch aufs Sichtbarkeitskonto ein. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich mir halt ein Thema überlege und dann mache ich 2 oder 3 H2-Überschriften. Einfach 3 Themenpunkte, die ich dann abarbeite in dieser Podcast-Folge. Damit habe ich für mich eine gute Länge, so 10, maximal 15 Minuten, mal ab und zu auch drunter, weil ich gucke immer, dass je kürzer, desto besser. Mhm. Also bei mir, ich werde schon unruhig, wenn eine Podcast-Folge, wenn ich bei 10 Minuten bin, dann werde ich schon so langsam, oh scheiße. bis 15 ist gut. Auch Geschmackssache, ja. Ja, aber das ist so das. Manche machen ja zum Beispiel die 10 Tipps zu irgendwas. Alter, 10 Tipps kann sich kein Mensch mehr merken heute. Wenn du beim 10. Tipp angekommen bist, hast du die vorherigen 8 schon wieder vergessen. Ja. Und so kannst du ja viel, viel schneller geilen Content machen. Du machst einfach 3 Folgen zu dem Thema. Also 3x3 Punkte. Und dann kannst du immer noch einen Bonustipp raushauen, den du dann über den Newsletter rausgibst. Sagst hier, trag dich ein, dann kriegst du den ultimativen Tipp, kriegst du über den Newsletter. Ja, genau. Das ist gut. Und so wird das Ding halt eine runde Kiste und du hast 3 Folgen produziert, anstatt nur eine. Ja. Du bist doch viel mehr fokussiert, finde ich, wie wenn du das alles in eine, so 10 Tipps in eine Folge reinhaust. Ja, ich glaube, da können wir nochmal gleich drüber sprechen, Thema Podcast-SEO, oder? Weil du hast es ja gerade angesprochen, mit dass du Blogpost schreibst, was ich ja auch mache. Wolltest du sonst erst Selas nächste Frage noch nehmen, Franziska? Wir haben 1, 2 Fragen und so. Welche Kriterien haben die musikalischen Podcast-Intros? Also ich sag immer, naja, es muss zum Podcast passen und auch zum Thema passen. Also ich meine, das ist, ne, wenn ich jetzt, ich, das ist mein, das ist immer mein bestes Beispiel. Also, wenn ich einen Podcast machen will über Blumen, ne, über eine Rose, ich will einen Podcast über Rosen machen, dann ist es, kann es ein sehr, sehr großes Wiedererkennungsmerkmal sein, wenn ich AC/DC Heavy Musik als Intro nehme. Es kann großer Sichtbarkeit sein, aber generell passt jetzt AC/DC Heavy Metal Musik nicht zwingend zu einem Rosen-Podcast, wo es um ein zartes Blümlein geht. Deswegen schon auch, dass es zum Thema passt. Was will man ausdrücken? Das sind so meine Sachen, wenn das jemand zu mir sagt, sage ich, was willst du ausdrücken? Freude, soll der Podcast motivieren? In welche Richtung geht's? Geht's um Ernährung? Also das kommt auch schon immer so ein bisschen mit drauf an, finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Ich vergleiche das immer mit spirituellen, so meditativen Podcasten. Dann sage ich da auch, da kannst du als Intro, nimmst du nicht Rammstein oder so irgendwas.
genauso umgekehrt eben, wie die Franziska sagt, wenn es was Motivierendes soll, wenn du die Leute so ein bisschen pushen willst und wenn du damit so einer klangvollen Melodie auf einer Harfe ankommst oder was, die noch so ausfadet, die du eher für sowas Ruhiges, so ein Einschlafen-Podcast oder so irgendwas nehmen würdest, da passt das vielleicht auch nicht, wenn du die Leute eigentlich motivieren willst, ins Tun zu kommen. Ja, ich denke aber auch, es ist wichtig oder von Vorteil, wenn man musikalisches Gespür hat. Ja. Weil wenn ich mich auf die Suche mache, es gibt ja diverse Musikbibliotheken, gibt es auch einen Blogartikel bei mir auf der Seite bei podcastliebe.net, einfach mal nach Podcast-Musik gucken, dann kommt er raus. Da sind wirklich viele Bibliotheken, weil ich glaube, das war vorhin auch im Chat die Frage, wo finde ich Musik? Und wenn man sich die so anhört, sollte man vorher schon in etwa wissen, okay, wie will ich die Musik verwenden? Ja, soll das am Anfang, am Ende sein? Muss ich ein Fade-in, Fade-out machen, also wo es leiser wird und dann wieder lauter? Oder soll es irgendwie Kapitel unterteilen, Jingle-mäßig? Ich habe das schon auch wirklich in renommierten Podcast-Musikbibliotheken Tracks gefunden, die sich voll nicht eignen für einen Podcast, weil die zum Fade-out einfach, es passt nicht. Ich kann das nicht beschreiben, aber wenn man musikalisches Gespür hat, merkt man sofort, geht nicht, kann ich nicht empfehlen. Ja, sich mit dem auseinandersetzen. Genau. Ja, und vor allem muss es einem selber lange gefallen. Also immer wieder anhören, die Musik, weil, damit bitte, weil das ist ja ein Branding-Teil. Also du tust die nicht in 3 Monaten austauschen. Also die musst du dir mal jeden Tag 5-mal anhören und wenn sie dir nach 2 Tagen zum Hals raushängt, dann weißt du, ist nicht die richtige. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich wippe heute immer noch mit, wenn meine Melodie kurz anspielt, wenn ich auch, im Checkout bin quasi. Ich bin immer noch am Mitwippen. Ja. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und was mir bei dem Bibliothek noch gut gefällt, so als Hack zum Raussuchen, dass man eben auch die Beats per Minute einstellen kann, weil dann hat man schon mal so einen eingeschränkten Rahmen, wo ich sage, okay, ich will das langsam haben oder schnell haben oder damit mittendrin oder so. Ich finde diese Filter, die man da zum Teil setzen kann, echt raffiniert gemacht und habe da schon so etliches für Kunden dann rausgesucht. Also ich mache das dann immer so, dass ich irgendwie eine Handvoll Melodien quasi, die der Kunde dann haben möchte, in welche Richtung das geht, den halt schick und dann finalisieren lasse. Und auch da wieder Hörerschaft mit einbinden, schon rechtzeitig. Ja. Ich habe das bei meinem auch gemacht. Ich habe einfach ein Google Drive Sheet gemacht oder so ein Formular, so eine Umfrage, Google-Umfrage, habe die 10 Melodien reingesteckt, die ich mir so gedacht habe, die es sein könnten. Und dann habe ich meine zukünftige Hörerschaft mit abstimmen lassen. Und es ist tatsächlich auch die Melodie geworden, die meisten Stimmen hatte, weil das auch so mit in meinen 3 Favoriten mit drin war. Und das finde ich total spannend, auch zum Thema Reichweite und Sichtbarkeit wieder, die Hörerinnen rechtzeitig mit einzubinden in das Projekt. Ja. Ein Punkt noch, was du jetzt gerade gesagt hast, André, das ist ganz wichtig, weil du wippst mit, ja, das heißt, du hast Musik mit einer hohen Energie. Wenn du jetzt Musik hast, die zum Einschlafen geeignet ist, willst aber einen Motivationspodcast machen und die Leute sitzen dann schon nach den ersten 30 Sekunden und schlagen mit dem Kopf auf die Tischkante, das hilft nicht. Deswegen also immer Musik nehmen, die Energie anhebt, wo die Leute nachher dann auch schon beim Reingehen, die müssen, sobald das losgeht, müssen die anfangen zu zappeln, der Hintern muss von alleine anfangen zu wackeln. Dann bleiben sie drin. Ja. Und je höher die Energie ist, umso besser ist es. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Deswegen dein Zappeln, das war ganz gut. Oder du hast halt diesen Einschlaf-Podcast, da musst du halt dann anders agieren. Ne? Den haben wohl die wenigsten. Mama kann, das, was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, was auch im Chat geschrieben wurde, ist, man kann sich ja auch seine Musik komponieren lassen. Ja. Der Christian hat geschrieben, dass er sich hat sein Stück komponieren lassen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich das von einem Komponist direkt auch auf sich selbst und auch auf sein Branding, weil dann gehört ja auch ein bisschen mehr dazu. Die machen jetzt nicht einfach nur eine Musik, sondern die schauen ja auch und schauen das ganze Konzept vom Business und auch vom Podcast an. Ist auch eine Möglichkeit, wenn man was ganz Individuelles möchte. Und lizenzrechtlich gut. Ja. Ja. Das existiert dann einmal, ja. Das stimmt. Genau. Die Heike hat da noch eine Frage, die ist auch super spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich gar nicht beantworten. Vielleicht kann das einer machen. Naja, also du kannst das schon machen. Du musst natürlich die Folge quasi
bearbeiten, Intro, Outro dran und dann musst du einfach die Audiodatei beim Hoster austauschen. Nochmal neu. Da bleibt alles gleich. Das heißt, diese Folge, gerade auch die Statistiken und so weiter, die bleiben alle erhalten. Mal an der Folge selbst ändert sich nur die Audiodatei. Die kannst du austauschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Hostern geht. Bei den großen, mit denen ich arbeite, geht das. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Es geht noch einfacher. Jetzt kommt der Automatisist. Ohne dass du die Datei aktiv austauschen musst, dass du sagst, hier die eine raus, die andere weg. Also bei Libsyn weiß ich, dass es geht. Dort, du gibst ja einen Dateinamen, jeder MP3 hat einen Dateinamen. Wenn du die Datei änderst und gibst dir exakt denselben Dateinamen, wie die Datei bei Libsyn eh schon hat, dann überschreibst du einfach diese Episode. Du kannst sie einfach gerade hoch, habe ich schon gemacht, gerade hochladen. Dieselbe Datei, die hat halt nur eine andere Länge, aber es ist einfach ein Überschreiben der Audiodatei und dann ist sie gerade getauscht, ohne dass ich aktiv da noch irgendwie in Libsyn im Backend eine neue Episode anlege. Aber ja, wie funktioniert das denn? Das heißt, du lädst sie dann in den FTP-Ordner hoch und dann zieht er sich die dir raus oder musst du sie direkt ins Verzeichnis laden? Nee, ich mache das ja dann immer über Auphonic. Ich lade dieselbe Datei bei Auphonic hoch und Auphonic hat die dann bisher immer rüber geschaufelt. Genau. Hat die quasi im Space einfach überschrieben. Das ist ja cool. Ich habe das direkt bei Libsyn probiert und da kriegst du die Meldung, die existiert schon. Ja, ich habe das bisher immer über Auphonic. Okay. Und dann hat sie einfach gerade überschrieben, fertig. Genau, das ist ja cool. Aber sie muss halt wirklich genau gleich heißen, weil wenn du mit Unterstrichen mit allem, ist natürlich eine andere Datei. Genau. Ja, und Heike fragt ja noch, ob die Statistiken dafür dann so erhalten bleiben, ne? Ja, bleiben wir da. Das bleibt letztlich alles da und du hast dann einfach deine Episode getauscht oder überschrieben, wie auch immer, und dann da werden keine Statistikzahlen gelöscht oder so deswegen. Es ist ja nur der Audioschnipsel quasi. Ja, genau. Der Rest bleibt ja da bestehen. Genau. Was haben wir noch an Fragen? Und wenn du jetzt zum Beispiel bei Podigy bist, die haben jetzt ganz neu das Feature eingeführt, dass du hier Intro, Outro dynamisch anschnipseln kannst. Genau, das hatte er. Deswegen, ja, da kannst du es einfach auch über alle Episoden austauschen praktisch, ne? Da kannst du es aufnehmen und sagen, hier, mach das mal an alle. Gut. Ja. Vielleicht können wir uns mal, was mich jetzt interessiert, vielleicht können wir uns mal zum Thema vielleicht Sichtbarkeit im weitesten Sinne darüber unterhalten. Das weiß bestimmt der Dominik, der weiß das doch. Automatisierung, das weiß der Dominik. Gibt es jetzt nicht bei Podigy sogar die Möglichkeit, dass man so Werbung automatisch einspielen lässt? Ja, eben, das ist dies. Also du kannst es noch nicht dynamisch, also wie Dynamic Ads machen, wie es jetzt Spotify oder bei YouTube zum Beispiel ist. Aber Podigy geht jetzt auf jeden Fall für, die haben noch einen großen Vermarkter hinten dran, aber du kannst es für dich selber, was für jeden Solopreneur, Online-Coach, was weiß ich was, super interessant ist. Du kannst jetzt hingehen, bei Podigy ist es ganz neu, Intro und Outro aufnehmen. Als separates File kannst du es hochladen und kannst es dann an alle Dateien quasi dynamisch, so teildynamisch anbinden. Wenn du jetzt einen Produktlaunch hast zum Beispiel, kannst du sagen, hier, wenn du das ja bisher im Podcast gemacht hast, ich habe vor 2 Jahren einen Online-Kurs gelauncht, das interessiert heute keine Sau mehr. Ja. So, der Launch ist durch. Aber wenn du jetzt einen neuen Kurs startest und dann nimmst du dir ein Intro auf, hey, Sommer-Special, hier, wir starten einen neuen Online-Kurs und das kannst du dann an alle Podcasts folgen. Einbinden, Datum von bis und dann danach ist es wieder weg. Geht auch mit Werbung. Klar, kannst auch Werbe. Kannst du es nur vorne und hinten oder kannst du auch das irgendwie Kapitelmarken irgendwie einfügen? Ich glaube, vorne, hinten und Mitte kannst du machen. Irgendwie so 3 Positionen waren das, glaube ich. Und das war dann 100 Pro. Also es ist noch nicht so ganz Dynamic Ads, wie jetzt YouTube das zum Beispiel macht, wo das einfach dann über die Folge verteilt 5-mal reingespielt wird, sondern es sind halt so fest definierte Zeitrahmen, die du da verwenden kannst. Das ist ein cooler Anfang. Ja, es ist ein super, mega Schritt. Spannend. Ne? Das wird sowieso noch, was gerade Ads anbelangt und so, das wird sowieso noch riesig werden, glaube ich, wenn man da mal in die Staaten rüber guckt. Da ist das ja, ich glaube, da gibt es keinen Podcast mehr ohne Ads, so ungefähr. Das ist schon echt verrückt.
Und da wird sicherlich in Deutschland noch einiges kommen, aber wir brauchen halt immer ein bisschen Zeit hier. Ja. Ja. Hier, der Christian fragt hier. Das ist eine spannende Frage, die wir mal ein bisschen bearbeiten können. Ja, das ist wirklich spannend. Da kommen wir dann auch wieder zum Blog und genau. Co. Und SEO im Allgemeinen. Das macht Sinn. Ja. Eben, der Christian fragte für die, die jetzt bei Facebook sind, macht es Sinn, von einer Folge ein Transkript zu erstellen und dieses dann beispielsweise als E-Book-Datei anzubieten, wenn es jemand lieber lesen möchte, anstelle anzuhören? So, da sind wir jetzt ja beim schriftlichen Teil zum Audio. Mhm. Mit einem guten Transkript natürlich. Nicht von der Maschine, sondern wirklich gut gemacht. Dann kann man das machen. Oder halt Bullet Points, das kommt auch sehr gut an. Ja, die Frage ist halt, ich meine, es kann halt krasser Aufwand sein. Jetzt für jede Folge überlege ich gerade wirklich E-Book-Qualität, also wo es auch alles grafisch oder so stimmt, was zu machen. Aber vielleicht kann man da auch einen guten Workflow einfach finden. Wenn man das kostenfrei raushaut, einfach ein bisschen noch branden mit einer Vorlage und da dann den transkribierten überarbeiteten Text reinpacken. Und ich meine, würde man das dann teilen zum Lesen einfach oder würde man E-Mail-Adressen mitsammeln? Wahrscheinlich einfach teilen zum Lesen, ne? Genau. Und dann würde ich es nämlich auf den Blog setzen, da hast du gleich SEO mit dabei. Ja, wobei, ich glaube, ihm geht es darum, eben das im E-Book-Format für die Leute, sag ich mal, wenn die in der Bahn sitzen und das E-Book lesen, dass man da praktisch im Prinzip wie über ein RSS-Feed oder so, kannst du dir ja auch ins Mail-Programm dir das reinspielen lassen. Ich glaube, so in die Richtung geht es vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn du ein Transkript hast und das für den Blog zum Beispiel nutzt oder so, dann ist es wahrscheinlich kein Riesenaufwand, das jetzt in eine E-Book-Datei zu formatieren. Da gibt es ja auch verschiedenste Tools, um das dann umzuwandeln. Ich weiß, ich habe mal eine Zeit lang mit Calibre gearbeitet, das ist so eine Open-Source-Geschichte, wo du so dann auch das ins E-Book-Format, habe keine Ahnung mehr, wie die Endung da ist, EPUB oder so. Ich glaub, irgendwie so, ne? Ja. Dann transformieren kannst. Also spannender Gedanke, finde ich, weil ich finde auch, wenn ich so, gerade wenn es dann auch so um Follow-up-Folgen geht, wenn ich vielleicht so eine Vierer-, Fünfer-Folge habe zu einem Thema und das dann verschriftliche und das wirklich für unterwegs lesbar mache, nicht nur auf dem Smartphone, sondern eben auch für E-Book, finde ich total spannend, den Gedanken, weil es halt auch wieder Sichtbarkeit. Im Zweifel testen. Einfach mal ein paar machen und gucken, was passiert, ob du darüber E-Mail-Adressen sammelst oder ob du das für 99 Cent verkaufen tust oder was. Einfach probieren und gucken, was passiert. Aber ich würde sagen, ein Transkript ist generell, also man darf es nicht vergleichen mit einem klassischen Blogpost. Also auch für SEO und alles, liegen schon noch Welten dazwischen. Ja. Und ein Transkript ersetzt nie einen ordentlichen Blogpost. Also man kann es Man kann es ergänzend dran setzen, mache ich auch. Also ich mache das faul. Ich mache das über eine KI. Lass mir das per E-Mail zuschicken dann und tue es auch nicht korrigieren. Weil ich habe ja meinen Blogbeitrag und dann habe ich unten, kannst du dann anklicken, dann ploppt das auf, das Transkript, und da schmeiße ich das einfach rein. Und selbst das bringt SEO-mäßig was. Also wenn ich nutze jetzt da RankMath und da habe ich schon so zwischen 3, 5 oder 7 Punkte, wo RankMath mir da mehr Punkte gibt. Aber ich hab einen klassischen Blogpost, also einen vernünftigen. Also und das Transkript ist einfach noch dazu Futter, genau. Ohne viel Aufwand. Ja. Genau, dann haben wir noch eine Frage von Luis. Worauf muss ich in Bezug auf Keywords, SEO bei den Folgen achten? Ist es relevant zum Vergrößern der Reichweite oder welche anderen Faktoren spielen eine Rolle? Ach, das ist ein riesengroßes Thema, glaube ich. Also SEO ist natürlich auch, ist ja auch ein großes Thema, ne, worüber auch viel gesprochen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass einige Podcaster das auch mal ausprobiert haben, inwieweit sich verschiedenste Begrifflichkeiten in den Episoden, Titeln und auch in der Beschreibung dann halt auswirken. Ja. Also ich kann dazu mal ein bisschen was erzählen. Ich habe ja auch einen Blog, den ich auch SEO optimiere. Ich arbeite auch mit diesem Yoast, SEO Yoast Plugin, habe mir da einen Workflow aufgebaut.
Und da gibt es ja unheimlich viel zu beachten, dass man natürlich ein gescheites Keyword wählt, mit den Headings arbeitet, mit den Paragraphen arbeitet. Aber das Plugin sagt einem schon viel, was man eigentlich machen sollte. Und klar, ich meine, aktuell ist es ja so, dass Audio noch nicht ausgelesen werden kann, soweit. Deswegen brauchen wir immer Text drumherum. Und ich weiß auch von einem Experiment, wo ich eben nicht so einen SEO-optimierten Blogartikel geschrieben habe für einen anderen Podcast. Und da ist die Reichweite schon eine andere. Man muss sich ja auch immer überlegen, Reichweite nur, um möglichst viele zu erreichen oder will ich die richtigen Leute erreichen? Das ist der Punkt. Sagen wir jetzt mal bei mir einen Podcast starten wollen, die Sozialunternehmer sind und sagen, ich will einen Podcast starten. Die möchte ich natürlich haben. Und da gibt es SEO-Tools, die man verwenden kann. Ich arbeite mit Ubersuggest. Und dann schaut man sich an, ja, wie hoch ist das Suchvolumen? Ist das eine gute Range? Wie viele Leute, wie oft wird dieser Suchbegriff eingegeben? Und man muss sich echt einarbeiten, um das, diese Logik dahinter zu verstehen. Am Anfang habe ich das auch nicht verstanden. Und dann einfach überwachen und gucken. Und es ist eine langfristige Sache, ne? Also ja, muss man dranbleiben und also das machen. Wollte das gerade sagen, dass man muss sich da einarbeiten. Und das ist, wenn man das nicht kann und nicht weiß, muss man entweder Zeit investieren und sich das Wissen aneignen oder sich einfach dann professionelle Hilfe holen. Also ich kann es auch nicht. Und ich mache neben Podcasten noch Webseiten und da habe ich immer meine 2, 3 freiberuflichen Leute, die das dann für meine Kunden übernehmen. Weil möchte mich da auch nicht mehr spezialisieren. Das ist, ne, ist nicht meins. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Man muss nicht alles selbst können. Ja. Dann muss man halt investieren und sagen, so, ich hole mir jemanden, der meine SEO-Sachen aufbereitet oder meine Blogartikel aufbereitet oder mir das so an die Hand gibt. Ich bin gerade mit einer Kundin dran, das auch zu optimieren, weil die das noch selbst machen und die wollen den ganzen Workflow jetzt auslagern. Und auch da habe ich wieder jemanden, die dann diese Interviews sich anhören wird und die da vernünftige SEO-Beiträge dazu machen wird. Mhm. Das kostet natürlich dann Geld, aber die Kundin sagt auch, ich will wachsen. Und das muss ich outsourcen, ich kann es nicht. So. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei SEO, auch bei anderen Sachen, da sich zu überlegen, wie wenn ich ein Intro von einem Komponisten machen lasse, das ist ein Invest, aber das habe ich mir dann gut überlegt und hoffe ich doch. Und nutze das dann auch dementsprechend. Ne? So, das finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig dabei. Genau. Ja. Aber was wir auch sagen können, wir reden jetzt von diesen riesen Blogartikeln, wo man auf jeden Fall anfangen sollte, ist ja, um auf diese Fragen mit dem SEO nochmal einzugehen, dass man auch im Episodentitel allein schon schaut, dass man da mit Keywords arbeitet. Ich sehe auch oft genug, dass das nicht so umgesetzt wird, dass es einem möglichst viel die Leute bringt, die man zuhören sollen. Also da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wenn man mal in so eine App geht, sieht man ja auch die Worte vorne, die sieht man noch, dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, auch rein von der SEO-Geschichte her ein Keyword an Anfang vom Episodentitel zum Beispiel packen und das Relevante auch verwenden. Wenn du einen Interviewgast hast, der besonders bekannt ist oder auch wenn nicht, sagen mit Hanna Steingräber. So, die Leute, die nach meinem Namen suchen, was ist das? 30, ich habe letztes Mal meinen Namen da reingepackt, wirklich ohne Scheiß. Nein, 30 sind es aktuell. Aber das heißt, jeden Tag wird mein Name wohl gegoogelt. Ich weiß nicht, warum die Leute das machen, aber das hilft natürlich auch, wenn du da jemanden super Bekannten hast. Dass man auch, finde ich, die Shownotes auch checkt, den Podcast-Namen an sich, da könnte man auch jetzt einen ganzen Podcast-Stammtisch drüber machen, der auch möglichst verschlagwortet ist, gerade wenn man nicht super bekannt ist, dass man nicht allzu kreativ in die Richtung geht, würde ich sagen, sondern gewisse Keywords noch mit reinpackt, auch in den Podcast-Namen oder dann zumindest dahinter. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und was man auch, wenn man jetzt kein mega krasses Tool hat, und vielleicht auch am Anfang steht, das ist ja auch manchmal, wir reden ja jetzt hier auch von sehr professionellen Sachen, gebe ich zum Beispiel auch immer mal mit, man kann das auch einfach mal bei Google eingeben. Also zum Beispiel kann man ja auch mal Google im Suchbegriff eingeben, gibst Ernährung ein und dann das, was halt mit als erstes angezeigt wird, das zum Beispiel jetzt, wo du jetzt bei Podigee auch mal Tags oder was setzen kannst, auch unten bei den Tags so mit reinzusetzen. Das ist eine Möglichkeit. Oder auch tatsächlich, das vergisst man wirklich sehr, sehr oft und das machen wir jetzt bei einem oder mache ich jetzt bei einem Kunden auch, wir sprechen
direkt mit den Hörern. Also wir wollen eine Episode einbauen oder Episoden einbauen, wo die Hörer sich tatsächlich dann melden. Sie sprechen direkt mit dem Host und dann wird direkt gefragt, wie bist du denn auf meinen Podcast gekommen? Weil es ist ja schon so, dass der Podcast teilweise ja auch eine Einbahnstraße ist. Ne? Du babbelst, babbelst und babbelst, kriegst vielleicht, wenn du jetzt nicht einen Kanal hast, noch was zurück. Und da ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach mal mit den Hosts zu quatschen, doch wenn du Kunde, also wenn du Hörer bist, mit dem Host zu sprechen und der stellt dir dann die Frage, ja, wie bist du denn überhaupt auf meinen Podcast gekommen? War es eine Empfehlung? War es, ich habe eingegeben, ja, finanzielle Sicherheit oder Unternehmensfinanzen oder was auch immer. Und so kann man das auch nochmal raussuchen und auch darauf eingehen. Wenn es jetzt kannst du eine Umfrage machen. Ja, oder so. Wenn die Leute committed sind. Das ist immer ja. die Sache. Ne? Das muss immer so sein, dass die Leute halt auch mitmachen. Wie oft hast du das nämlich, dass die Leute vielleicht eine Gruppe haben von 500 Leuten und so weiter und so fort, aber die Community ist halt vielleicht nicht so babbelig drauf oder macht auch nicht mit. Da kannst du alle möglichen Community-Tools anwenden. Manche wollen halt nicht reden. Also was willst du machen? Alle ja, kriegst du eh nicht. Ja, genau. Das ist so. Und wichtig ist auch mal zuzuhören, wie spricht meine Zielgruppe, weil wir selber sind Profis ja. und wir sind in ja. diesen Fachbegriffen, ja, das nennt sich Podcast-Cover, die sagen aber teilweise vielleicht Podcast-Logo oder Podcast-Bild ja. oder ich denke mir ja. das aus, müsste man mal gucken, ja. Und das ist ganz interessant, das sieht man natürlich in den Tools auch, die geben einem ja die Zahlen, aber auch mal zuzuhören, wenn man Erstgespräche hat oder mit den Kunden redet. Ja, wie sprechen die eigentlich? Ich habe auch noch eine Frage, die ich loswerden muss, das hatte ich versprochen. die wollte ich euch stellen, weil ich das auch interessant finde, so dieses Thema, was macht mehr Sinn, ne, um sichtbar zu werden? Sollte man den Podcast auf möglichst allen Kanälen haben, Xing, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter? Oder 1 bis 2 Kanäle wählen und da wirklich regelmäßig unterwegs sein? Weil ich weiß, das ist eine Frage, die auch immer mal wieder so aufkommt von PodcasterInnen. Und da würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Kommt drauf an. Ich denke, an, was ich auch. Also das Ding ist halt immer wieder, je mehr Kanäle du bespielst, kommt drauf an, wie du sie auch bespielen willst. Also ja. ich sage immer, wenn du 2 Kanäle hast und du willst die wirklich richtig auch bespielen, dann reichen halt 2 Kanäle voll aus. Für manche reicht auch nur einer aus. Das kommt immer drauf an, auch welchen Hintergrund man hat. Hat man eine VA, die einem das halt macht, ne? die einem die Kanäle erstellt und so weiter und so fort. Weil wir wissen wahrscheinlich alle, wie es ist. Du hast dein eigenes Business und dann bist du noch auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Insta. Was bist du noch auf TikTok und Snapchat und was auch immer. Ich meine, du musst halt auch erstmal Content produzieren, weil du kannst nicht einfach so einen ollen Post, den du bei LinkedIn reinhaust, der übelst gut geht, bei TikTok halt reinhauen. Ne? Also ich finde auch, man muss sich selbst immer im Klaren sein, was man möchte und wie viel Zeit man da auch investieren möchte. Ich sage immer, es ist dann nur Social Media. Das ist ja nur ein kleines Teil unseres Business. Und wichtig ist da für mich auch wieder, dass man sich damit wohlfühlt. Ich muss mich wohlfühlen mit den Dingen, die ich mache. Ja. Und da gibt es halt Plattformen, wo ich mich wohler fühle. Das ist bei mir zum Beispiel Instagram. Und dann gibt es Plattformen, wo ich mich nicht so wohl fühle. Und da auch mal zu testen. Und ich glaube, am Anfang geht es eben auch darum, mal die verschiedensten Kanäle zu testen. Und natürlich, wo treibt sich meine Zielgruppe am meisten rum? Klar. Das ist der wichtige also, ne, wenn ich, wenn ja. ich, ja. Wenn egal, ich bei TikTok bin, aber gar keine Leute in dem Alter anspreche oder dieses Klientel. Also ich sehe mich jetzt persönlich nicht bei TikTok so, aber ne, vielleicht könnte ich da der Abräumer werden, wer weiß. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, aber das finde ich ein ganz wichtiges oder 2 wichtige Punkte. Wo treibt sich die Zielgruppe rum? Wen möchte ich damit erreichen? Und was macht mir selbst auch Spaß? Weil das merkt das Gegenüber, ob du Lust hast, diesen Kanal zu bespielen. Ja. Und der mit der Zielgruppe ist da der wichtigste. Wo ist deine Zielgruppe? Ob du daran Spaß hast oder nicht, wenn du auf Unternehmer gehst, du brauchst Unternehmer für deinen Podcast zum Beispiel, postest das Ganze aber bei Facebook oder bei TikTok, wo sollen sie herkommen? Das heißt, du musst dann den Fokus auf LinkedIn nehmen oder, wenn du magst, auch auf Xing. Nur da wirklich gucken,
wo sind die Leute überhaupt? Und dann schauen, will ich das händisch machen? Will ich das automatisiert machen? Über Libsyn zum Beispiel geht das. Auch bei LinkedIn. Will ich das so machen? Oder halt, wenn es händisch sein muss, sein soll und man hat nicht viel Zeit, dann will ich eine VA nehmen, die einem das Ganze bastelt. Ja. Das würde ich sowieso empfehlen, weil Zeit ist der wichtigste Faktor überhaupt bei uns. Aber ansonsten gucken, wo sind die Leute, die ich erreichen will? Um wirklich die richtigen zu erreichen. Es hilft ja nichts, wenn du jetzt 10.000 Hörer hast und da sind irgendwie nur 1.000 an deinem Thema interessiert. Ja. Oder an dir interessiert. Dann lieber nur 1.000 Hörer, aber das sind alles 100% Leute, die auch wissen wollen, was du erzählst. Cool. Ja, ja. Also ich würde sagen, wir haben hier ja noch ein paar Fragen, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Also einmal das hier vom Christian und dann kommt noch was vom Kai und dann kommt nochmal was vom Christian. würde ich sagen, dass wir die jetzt noch beantworten und dass wir danach dann schließen. Es können ja auch gerne dann nochmal Fragen generell an uns gestellt werden, die würden wir dann vielleicht im nächsten Stammtisch dann mit aufnehmen, ne? Ja, aber ich glaube, wir werden alle gar nicht mehr reinkriegen jetzt. Es sind noch 4 Minuten und dann ist die Stunde um. Ja, wir fangen jetzt mit den Ersten an und wenn wir nicht alles schaffen, dann können wir ja einfach im Chat nochmal kommentieren und uns da weiter unterhalten. Genau. Also vom Talkformat her im Nachhinein nochmal in Interview, also ein geschriebenes Interview daraus zu machen, ist ja eigentlich genau dasselbe wie ein Transkript. Warum nicht? Genau. Also warum nicht? Hier, das ist eher bezüglich Werbeeinnahmen, Gewerbe anmelden, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich keine rechtliche Auskunft geben. Ich glaube. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, ja, sobald du eine Gewinnerzielungsabsicht hast, bist du steuerlich dran. Ja, so, denke ich auch. Mal mit dem Steuerberater sprechen. Steuerberater, oder, genau. Genau. Wissen das genau. Nächster das Punkt. Ganz genau. Jetzt so schnell durch den Kurs. Sommerpause bei Podcasts. Er macht im August einen Monat und keinen neuen Content. Dann könnt ihr durchschnaufen. Mhm. Ja. Ich würde lieber vorproduzieren. Vorproduzieren, laufen lassen. Weil die Hörer auch die Zuverlässigkeit des Podcasts mit dir selber oder mit deinem Unternehmen in Verbindung setzen. Und wenn der weiterläuft, ja, das spricht für Zuverlässigkeit, der sollte auch immer, wenn du einmal die Woche sendest, immer einmal die Woche senden, dabei bleiben, egal was passiert. Und die Hörer verbinden das nämlich, wenn du das wirklich durchziehst, dann sind die intuitiv, sagen die dann auch, ja, dann ist das auch ein zuverlässiger Unternehmer, der auch durchzieht. Und deshalb würde ich würde weitermachen. Also vorproduzieren und dann planen und dann raus. Also ich würde auch nicht der Pause wegen eine Pause machen, so nach dem Motto, weil ich jetzt keine Lust habe oder so irgendwas oder weil mir der Content im Moment ausgeht oder ihm die Motivation fehlt, dann wirklich sich eine Struktur schaffen und sagen, ich produziere für 3 Monate vor. Und dann hast du 3 Monate Ruhe, dann hast du als Host deine Pause, die du haben willst und die Zuhörer haben ihr Futter. Ja. Und das ist so wichtig. Um die geht's ja. Genau. Ja, ganz genau. Jetzt kommt hier noch. Wir haben noch 2 Minuten. Ich habe den Eindruck, dass Instagram aktuell die beliebteste Begleitplattform für Podcaster ist, zumindest für Privat- und Entertainment-Podcasts. Wie seht ihr das? Auch das habe ich eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein, weil das kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Meine erste Frage ist meistens immer, wo ist deine Zielgruppe? Und wenn die nicht auf Instagram ist, was willst du da machen? Ja. Also vielleicht poppt da gerade im Moment das meiste auf, so gefühlt, dass man dort viel sieht zu Podcasts. Vielleicht aber auch, weil man selbst, also ich treibe mich halt auch viel bei Instagram selbst rum, dann nehme ich dort natürlich auch mehr wahr, wie jetzt bei Facebook zum Beispiel, wo ich wenig bin. Ja, und es ist ja ein Privat- und Entertainment-Podcast, da macht es ja auch Sinn, da dann die Bilder rauszuhauen und so weiter. Und wir arbeiten ja fast alle mit Unternehmern. Das heißt, bei uns ist LinkedIn die Plattform. Ja, und dann macht es halt Sinn, wenn du wirklich so Entertainer hast, Entertainment-Podcasts, die nicht groß Kunden generieren sollen für ein Unternehmen oder irgendwie sowas. Ja. Klar. Oder auch so Familiendinger. Also so Familien, Blogger, Mamis, Ernährung, Fitness läuft über Insta einfach. Da kannst du aber gut Pinterest auch nehmen. Ja, kannst du auch Pinterest nehmen, klar, auf jeden Fall. Vergessen viele. Ja. Mir ist noch wichtig zu sagen, weil wir sind ja gleich raus. Schreibt uns bitte, was ihr
von uns hören wollt, zu welchen Themen wir nochmal den nächsten Stammtisch machen sollen oder die nächsten Stammtische, wie oft ihr das wollt, wie oft habt ihr Bock auf so einen Stammtisch? Also schreibt uns das gerne. Ja, genau. Habt ihr überhaupt Bock? Da geht davon aus, cool, Mensch. Oder? Also gebt uns gerne Feedback und ja, wir freuen uns da drauf und machen dann auf jeden Fall weiter. Genau. Auf jeden Fall. Ja, also einfach uns auch gerne Ideen schicken, wenn ihr das im Nachhinein jetzt noch schaut. Und wir können wir schon einen Ausblick geben auf den nächsten Stammtisch? Also den richtigen Ausblick, um ehrlich zu sein, wollten wir erst mal gucken, wie es von euch so angenommen wird. Ja. Das war jetzt ein Testballon. Ja, genau. Auch wie es für uns ist. Es wird ja sehr, sehr gut angenommen bisher. Und ja, gleich schon. Mega gern regelmäßig alle 14 Tage. Danke, Sela. Ja, genau. Schon gebucht. Ja, das ist genau das, was wir wissen wollen. Ne? Was wir machen es ja für euch, Thema Hörer nutzen und so. Ne? Genau. dass das auch sinnvoll ist. Aber sehr coole Resonanz bisher und toll, dass ihr so fleißig am Kommentieren und Fragen wart hier. Ja, ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Gehen auf jeden Fall alle nochmal rein in den Chat und wir werden uns jetzt besprechen im geheimen Gremium und mal gucken, da werdet ihr von uns hören. Also wir werden es auf LinkedIn wieder teilen und auch auf anderen Kanälen, wo wir sind. Das kriegt ihr mit. Und Und schreibt uns bitte auch, was euch gefallen hat und vor allem, was euch nicht gefallen hat, damit wir das so ein bisschen schöner machen können für euch. Ist ja für euch. Ja, gerne auch. Wöchentlich hier ist schon am Start, Steffen. Gut, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich dabei gewesen seid. Natürlich auch vielen Dank an die hier an euch alle, hier in dem Live, wo wir uns hier unterhalten haben. Das war echt sehr schön und würde ich sagen. Ja, danke. War sehr schön mit euch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis bald. In einer Woche dann. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.